Hallo, liebe Freunde des gepflegten Flugspaßes, Flugsimulator-Spaßes und willkommen zum Flight Simulator 2020 von Microsoft. Gestern, also für die, die im Stream dabei sind, gestern das Ersteindruck, heute ein zweiter Stream und auch natürlich mit Aufnahme diesmal. Wir machen heute die Flugschule, wir lernen also das Spiel etwas detaillierter kennen. Hallo Lauffrau, vielen Dank für die Punkte. So, wir gucken mal hier rein. Flugschule. Das sind Grundlagen, das sind 8 Sessions, so wie es aussieht. Grundlegende Steuerung erfahren Sie etwas über die Flugumgebung, Fluglagen und Instrumente, Start- und horizontaler Geradeausflug, Landung, Platzrunde. Ja, das ist alles, was ich schon mal gehört habe. Erster Alleinflug, Navigation und erste Solo-Navigation. Da bin ich mal gespannt. Gut, wir starten mit Punkt 1. Gibt es da noch eine Audioausgabe? Oder muss ich jetzt alles lesen? Ehrlich? Ich muss lesen? Okay. Gut, dann Training. In dieser Flugstunde machen Sie sich mit dem Flugzeug vertraut und erlernen die grundlegenden Kontrollen, die Sie benötigen, um abheben zu können. Wie man die verschiedenen Kameras verwendet, wie man mit dem Steuerhorn die Neigung oder das Rollen steuert, wie man mit dem Seitenruder die Gierung beeinflusst, wie man mit Hilfe des Gashebels die Leistung regelt. Okay. So. Vermutlich MadCat. Dann machen wir mal loslegen hier. Bin gespannt. Starten wir direkt in der Luft. Bei diesem Training machen Sie sich mit den folgenden vertraut. Querruder, Landeklappen, Seitenruder, Höhenruder. Problem beim Seitenruder ist, ich habe keine Pedale. Ich könnte das Seitenruder aber auf meinen Joystick legen. Das würde gehen. Den habe ich ja hier links, den sieht man jetzt in der Facecam nicht. Krongstrom kann meine Liste raussuchen mit den Joysticks, die glaube ich standardmäßig unterstützt werden. So, jetzt bereit zum Fliegen. Willkommen zum Flugunterricht. Ich bin Ihre Fluglehrerin Captain Molina. Aber Sie können mich einfach Jess nennen. Hallo Jess. Heute beschäftigen wir uns mit der grundlegenden Steuerung. In Ordnung? Ich habe hier einen Steuerknüppel. Aber bevor wir die Steuerung kennenlernen, sollten wir uns erst einmal umsehen. Keine Sorge, ich steuere das Flugzeug, während Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut machen. Wenn Sie aus Ihren Seitenfenstern schauen, haben Sie heute einen wundervollen Blick auf die Umgebung von Sedona. Ja, okay. Halten Sie Joystick POV links oder Joystick POV rechts für einen schnellen Blick aus Ihrem Seitenfenster gedrückt. Was weiß ich denn, was Joystick POV links und rechts ist? Wollt ihr mich verarschen? Wenn Sie aus Ihren Seitenfenstern schauen, haben Sie heute einen wundervollen Blick auf die Umgebung von Sedona. Schauen Sie die verschiedenen Ansichten aus dem Flugzeug. Hier sehen Sie die roten Felsen. Ist das nicht eine wunderschöne Gegend? So, nutzen Sie nach links, rechts, oben, unten, um die Kamera im Cockpit zu translatieren. So, drücken Sie Steuerung Alt 1. Jetzt ist das Fenster wieder weg. Was soll das denn? Steuerung Alt 1 hat sie gesagt. Hallo? Kommen die denn jetzt her? Ich habe hier irgendwie... warum auch immer. Okay, also drücken Sie STRG ALT 1, um eine benutzerdefinierte Ansicht zu speichern. Ah, drücken Sie Joystick 2, um wieder zurückzukehren. Drücken Sie ALT 1, um zur benutzerdefinierten Ansicht zu wechseln. ALT 1. Hat der mir das jetzt ausgepoppt? Tatsächlich. Schaut, ist das denn? Halten Sie jetzt bitte nach dem Flugplatz von Sedona Ausschau. Die Landebahn sollte leicht zu finden sein.
Steuern Sie verschiedene. Halten Sie S gedrückt, um den Flugplatz von Sedona zu fokussieren. Okay, jetzt wissen wir, wo der Flugplatz ist. Okay. Jetzt, da wir die Orientierung haben, sind Sie dran. Übernehmen Sie das Steuer. Oh, ich bin so aufgeregt. Das erste Instrument auf unserer Liste ist das Steuerhorn. Ich erinnere mich noch, wie mein Fluglehrer damals meinte, das Steuerhorn sei wie ein Lenkrad. Naja, fast. Denn der Neigungswinkel lässt sich damit auch ändern. Nun, zunächst einmal steuern Sie damit das Querruder. Und mit dem Querruder können Sie Rollen durchführen und das Flugzeug in Schräglage versetzen. Schön. Versuchen Sie jetzt nach rechts zu rollen. Perfekt. Bringen Sie uns jetzt wieder in eine gerade Position. Hallo Mesh. Hallo Juni. Gut gemacht. Oh, was soll ich jetzt nach links oder was? Natürlich kontrolliert das Steuerhorn außerdem das Höhenruder. Und das Höhenruder bestimmt den Neigungswinkel. Klar soweit? Klar soweit. Ziehen Sie das Horn nach hinten, um das Flugzeug aufsteigen zu lassen. Nur zu? Die beiden wichtigsten Dinge in der Luftfahrt sind die Geschwindigkeit und die Höhe. Und wenn Sie die Nase nach oben ziehen, verringert sich Ihre Geschwindigkeit. Sie müssen entweder mehr Schub geben oder für den Moment das Flugzeug nach vorne neigen. Ja, verstehe. Drücken Sie das Steuerhorn sanft nach vorne mit. Sobald Sie die Nase des Flugzeugs nach unten neigen, erhöht sich Ihre Geschwindigkeit. Stimmung ist scheiße eingestellt. Während Sie sich darum kümmern, erzähle ich Ihnen etwas über die Seitenruder im Fußraum. Gut, dass ich die nicht belegt habe. Mit diesen Pedalen bestimmen Sie die Seitwärtsbewegungen des Flugzeugs, auch Gierung genannt. Auf dem Boden verwenden wir die Pedale, um nach links bzw. rechts zu steuern. Hier oben helfen sie dabei, uns während Wendemanövern richtig auszurichten. Versuchen Sie es mal und beobachten Sie, wie sich die Nase des Flugzeugs nach links bzw. rechts bewegt. Enter. Okay, hier. Okay. Klingt simpel, oder? Oho! Hilfe! Bevor wir weitermachen, richten Sie das Flugzeug wieder gerade aus. Ja, ja, alles klar. Die Oberkante des Instrumentenbretts sollte etwa 8 bis 10 cm unterhalb der Horizontlinie liegen. Das ist die sogenannte Reisefluglage. Hab ich nicht zugehört. Okay, als letztes erkläre ich Ihnen noch den Gashebel. Wenn Sie Geschwindigkeit mögen, dann werden Sie sich mit dem Gashebel sofort anfreunden. Damit steuern Sie die Leistung des Triebwerks. Sehen wir uns als nächstes an, was passiert, wenn Sie das Gas komplett wegnehmen. Wie zu erwarten, nimmt unsere Flughöhe ab. Das ist schön. Und wir werden auch ziemlich langsam. Da vorne kommt ein Berg, Fräulein. Hier ein Tipp. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu tief fliegen. Ja, wir fliegen sehr tief. Okay, geben Sie jetzt wieder mehr Gas. Wie erwartet, nimmt dadurch unsere Geschwindigkeit und damit, wenn wir unsere Fluglage beibehalten, auch unsere Höhe zu. Gut. Langsam haben Sie den Dreh echt raus. Klar. Bald schon werden Sie gar keinen Co-Piloten mehr brauchen. Na doch. Bis dahin halte ich mich bereit, falls Sie Hilfe mit dem Funk, den Checklisten oder einfach nur beim Fliegen brauchen. Halte ich bereit. Sie können mir die Steuerung wieder übergeben, wenn Sie die Lektion beenden möchten. Sie können aber auch weiterfliegen. Ist ja schließlich so ein schöner Tag. So, übergeben Sie das Steuer an Ihren Fluglehrer. Drücken Sie Steuerung Alt-X. Sind wir jetzt so weit geflogen? Wo ist denn der Flugplatz? Na gut, Steuerung Alt-X, damit immer zum. So, okay, da hat's. Ich habe das Steuer übernommen. Gut gemacht.
Alles klar. Warum der jetzt dieses Fenster ausgepoppt hat, keine Ahnung. So, gecheckt. Also, wir haben alles gemacht. Wir haben alles kennengelernt. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Auf geht's zur zweiten Fluglagen und Instrumente. Genau. Ja, zur nächsten Aktivität. So, Fahrtmesser, künstlicher Horizont, Höhenmesser, Drehung, Wendezeiger, Kurskreisel, Variometer, Tachometer. Okay. Auf die 4 bin ich gespannt, weil die habe ich noch nie so richtig verstanden. Alles klar, wir sind wieder am gleichen Ort, bereit zu fliegen. Heute wollen wir über die Fluglage sprechen, also wie das Flugzeug in Relation zum Horizont ausgerichtet ist. Ein Blick nach draußen verrät Ihnen, dass das Cockpit etwa 10 cm unterhalb der Horizontlinie ausgerichtet ist. Wir fliegen aktuell geradeaus mit ordentlicher Geschwindigkeit. Das ist die Reisefluglage. Das können wir auch alles an den Instrumenten ablesen. Drücken Sie Steuerung 1, um die Instrumente zu fokussieren. Okay, schauen Sie sich jetzt mal den künstlichen Horizont an. Hallo Cortano. Ja, hallo Flipsi. Dieser zeigt die aktuelle Fluglage Ihres Flugzeugs im Vergleich zum Horizont an. Mhm. Die weiße Linie stellt den Horizont dar. Der Bereich darüber ist der Himmel und der darunter der Boden. Logisch. Ihr Flugzeug wird durch die orangefarbene Linie in der Mitte dargestellt, die auf den Horizont ausgerichtet ist. Wie wir soeben durch einen Blick nach draußen gesehen haben, befindet sich unser Flugzeug aktuell im horizontalen Geradeausflug. Gut, jetzt also wollen wir wissen, wie viel Leistung das Triebwerk bringt. Sehen Sie sich den Tachometer an. Tachometer, hier. Wie Sie sehen können, läuft der Motor mit 2300 Umdrehungen pro Minute. Das ist nicht der Tacho, das ist... Aus Fluglage und Motordrehzahl Ihres Flugzeugs ergibt sich die Gesamtleistung. Der ist ja gar nicht groß in der Tachometer. Was uns zum Fahrtmesser bringt. Das ist der Fahrt... Bin ich bescheuert, wo ist der Tachometer jetzt gewesen? Zum Schluss werfen Sie bitte noch einen Blick auf den Höhenmesser. Ja, das ist der hier. Um Ihre Höhe herauszufinden, betrachten Sie zuerst die kleine Nadel. Sie gibt an, wie viele 1000 Fuß hoch Sie sind. Die große Nadel gibt den 100er Wert an. Durch die aktuelle Fluglage und Leistung unseres Flugzeugs fliegen wir mit einer Geschwindigkeit von 90 Knoten und in einer stabilen Höhe von 6000 Fuß. Aber das wird sich noch ändern. Übernehmen Sie den Steuerknüppel, wenn Sie soweit sind. Hab ich! Kehren Sie mit Joystick Klasse 2 zur normalen Ansicht zurück. Okay. Ziehen Sie das Flugzeug nicht zu hoch, sonst sind Sie zu steil und haben zu wenig Auftrieb. Und ohne genug Auftrieb geht's abwärts. Naja, ich will die 6000 Fuß halten, Fräulein. So, die Nase des Flugzeugs über der Horizontlinie ausrichten. Vollgas geben. Hab ich. Ich bin bei Vollgas. Jetzt. Sehen es sei geliked, am Steuerhorn am Dynes etwas über der Horizontlinie ausgerichtet, in etwa 5 cm. Was? Warum redet ihr jetzt einmal Deutsch mit mir? Englisch. Zur Steigfluglage. Sehen Sie, wie es sich auf Ihrem künstlichen Horizont und dem Tachometer widerspiegelt? Wie Sie auf dem Höhenmesser ablesen können, beginnen wir an Höhe zu gewinnen. Ja. Allerdings verlieren wir trotz Vollgas an Geschwindigkeit. Wir sind eben auch beim Aufstieg den Gesetzen der Physik unterworfen. Okay, bevor wir weitermachen, sollten wir zunächst in die Reisefluglage zurückkehren. Lassen Sie das Steuerhorn locker und richten Sie die Nase der Maschine genau unter dem Horizont aus.
reduzieren Sie anschließend die Drehzahl auf 2300 RPM. Sehr gut. Wir haben jetzt wieder dieselbe Fluglage und Geschwindigkeit wie zu Beginn der Lektion. Als ehrlich nächstes gesagt, kommt die Sinkfluglage. Wir beginnen zunächst mit einer Reduzierung der Drehzahl auf 1800 RPM. Bringen Sie die Nase des Flugzeugs anschließend etwas weiter unter den Horizont. Da ist der, die RPM-Anzeige. Die war nämlich vorhin gar nicht sichtbar. So. Hallo Ben, servus. Reiseflug, Aufstieg und Absenken vertraut. Lassen Sie uns jetzt zur Kurvenfluglage kommen. Okay. Bewegen Sie das Steuerhorn sanft nach links oder rechts, um ein Rollen des Flugzeugs einzuleiten. Sie können Ihre Fluglage bestimmen, indem Sie aus dem Fenster blicken. Aber Sie haben natürlich auch Instrumente, wo Sie alles genau ablesen können. Als Faustregel gilt, Ihre Wendemanöver sollten nicht über 30 Grad liegen. Ja, das sieht man. An der Spitze Ihres künstlichen Horizonts finden Sie verschiedene Einkerbungen, ja, die jeweils 10 Grad repräsentieren. Verwenden Sie diese zum Rollen. Je stärker Sie einschlagen, desto weiter müssen Sie das Steuerhorn zurückziehen, um die Höhe zu halten. Wenn Sie wieder gerade fliegen wollen, müssen Sie das Steuerhorn beim Rollen dagegen nach vorne drücken. Je mehr Sie über die Hauptfluglagen wissen, umso eher erreichen Sie den Gemütszustand eines wahren Piloten. Üben Sie weiter und übergeben Sie mir einfach das Steuer, wenn Sie genug haben. Ja, das ist alles noch easy. Das ist wirklich nur Grundlage. Trotzdem war das mit der Drehzahlanzeige ein bisschen verwirrend. Na, da hätte sie die Kamera ruhig mal drauf fixieren können. Anstatt das einfach so zu ignorieren irgendwie, ne? So. Ben, vielen Dank. Sei gegrüßt. Steuerung Alt-X. So, haben wir alles gemacht. Sehr gut. Hallo Storix. So, nächste Trainingsflug, Start- und Geradeausflug. Alles klar. Und Kronkstorm, vielen Dank für die Punkte. Und auch Foxy, vielen Dank an dich. Okay, bereit zum Fliegen. Das Starten nicht sehr schwierig ist, sind dennoch einige wichtige Dinge zu beachten. Zunächst einmal gilt, wir starten immer gegen den Wind, was an einem ruhigen Tag wie heute glücklicherweise kein Problem darstellt. Halten Sie es, um sich auf die Startbahn zu fokussieren. Sieht gut aus, kein Verkehr, der uns betreffen würde. Sie können jetzt zur Startposition rollen. Mit den Seitenruderpedalen sollten Sie das Flugzeug ganz bequem steuern können. Oh,
Hallo Phantom. Okay, starten wir. Geben Sie Vollgas, sobald Sie bereit sind. Und ich werde Sie durch alles durchlotsen. Wie wär's mal mit ein paar Flaps ausfahren und so, Kollegin? Nicht? Okay. Mit dem Seitenruder müssen wir aber noch den Joystick legen. Also ich hab Vollgas. Verwenden Sie jetzt das Seitenruder, um in der Mitte der Startbahn zu bleiben. Und erhöhen cool. Sie weiter die Geschwindigkeit, bis Sie 55 Knoten erreichen. Wir sind nicht schnell, Genug. Wir müssen den Start of Russian UND ESR Nut First Session. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wenn sie nicht mit mir redet, ich habe Vollgas gegeben. Na gut, dann machen wir das eben nochmal. Hallo! Oh, das ist so klein zu lesen. Lil Snitch! Salve! So, bereit zum Fliegen. Dann halt das Ganze nochmal von vorne. Auch wenn das Starten nicht sehr schwierig ist, sind dennoch einige wichtige Dinge zu beachten. Zunächst einmal gilt, wir starten immer gegen den Wind, was an einem ruhigen Tag wie heute glücklicherweise kein Problem darstellt. Nee, das war nicht das Ruder das Problem. Das Problem war das Vollgas. Er hatte oben nicht das Vollgas als grün markiert. Sieht gut aus. Kein Verkehr, der uns betreffen würde. Sie können jetzt zur Startposition rollen. Ich glaube, das fand sie nicht cool. Mit den Seitenruderpedalen sollten Sie das Flugzeug ganz bequem steuern können. Weil es wird immer grün, wenn man irgendwas macht. Und das Vollgas war nicht grün. Ja, das liegt am Joystick bei mir auch. So. Okay, starten wir. Geben Sie Vollgas, sobald Sie bereit sind. Und ich werde sie durch alles durchlotsen. Er akzeptiert das Vollgas irgendwie nicht. Verwenden jetzt. Sie jetzt das Seitenruder, um in der Mitte der Startbahn zu bleiben. Und erhöhen Sie weiter die Geschwindigkeit, bis Sie 55 Knoten erreichen. Gut. Ziehen Sie jetzt sanft das Steuerhorn nach hinten. Richten Sie die Oberkante Ihres Instrumentenbretts ein paar Zentimeter über dem Horizont aus. So hat das Flugzeug eine gute Neigung für die Steigfluglage. Hervorragend, wir befinden uns in der Luft. Na schön, das freut mich. Konzentrieren Sie sich darauf, geradeaus zu fliegen, indem Sie mit dem Seitenruder weiter die Startrichtung von 210 Grad beibehalten. Halten Sie 75 Knoten. Damit wir möglichst schnell unsere Zielhöhe von 5500 Fuß erreichen. 5500, okay. Das ist ganz schön windig, habe ich den Eindruck.
So. 5500 Fuß. Eine gute, sichere Höhe für den zweiten Teil unserer Flugstunde. Der horizontale Geradeausflug. Der erste Schritt besteht darin, unsere Fluglage anzupassen. Wir befinden uns gerade in der Reisefluglage und geben annähernd Vollgas. Um uns auf unsere Zielhöhe einzupendeln, sollten Sie versuchen, die Drehzahl zunächst auf 1800 RPM zu reduzieren. Mache ich. Wir sind aber zu hoch. Wie Sie sicher bereits bemerkt haben, müssen Sie die Nase nach oben ziehen, um die Höhe zu halten. Sie könnten natürlich ständig das Steuerhorn heranziehen, um die Maschine zu stabilisieren. Das ist aber nicht unbedingt präzise. Stellen Sie lieber das Trimmungsrad so weit ein, bis Sie das Steuerhorn nicht mehr drücken oder ziehen müssen. Wenn Sie die Nase hochziehen wollen, Trimmung nach unten. Wenn die Nase nach unten soll, gehört die Trimmung nach oben. Erhöhen Sie die Trimmung, um uns auf 5500 Fuß zu halten, ohne dabei Gas zu geben. Keine Sorge, wenn Sie das Gefühl haben, dass unsere Fluglage leicht abweicht. Ziehen Sie einfach am Steuerhorn und stellen Sie die richtige Trimmung ein. Ich bin schon dabei. Beim Einstellen der Trimmung können Sie anfangs recht große Schritte machen, um den Druck vom Steuerhorn zu nehmen. Dann nehmen Sie kleinere Anpassungen vor, um die gewünschte Höhe zu halten. So wurde es mir schon beigebracht. Das ist das ganze Geheimnis eines horizontalen Geradeausflugs. Auf diese Weise sparen Sie sich das ständige Ziehen und Drücken des Steuerhorns. Und so haben Sie mehr Zeit, den Flug zu genießen. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein wenig das Trimmen üben. Und wenn Sie bereit sind, die Steuerung abzugeben, stehe ich zur Verfügung. Das Trimmen ist echt... Das ist schwierig. Ja, selbst. Also halbwegs, ne? Gut, Steuerung Alt X. Okay, ich übernehme das Steuer. Hoffentlich hat Ihnen die Flugstunde gefallen. Was macht sie denn? Adrian, vielen Dank. So, da sind wir einmal gestartet. Landung, jetzt wird's interessant. Jetzt verkacken wir. So. Heute werden Sie dafür verantwortlich sein, das Flugzeug sicher zu landen. Wir haben die Freigabe für einen direkten Landeanflug. Daher müssen wir die normale Platzrunde nicht ausführen. Ich habe das Flugzeug bereits in die Landekonfiguration gebracht. 65 Knoten, Landeklappenausrichtung von 10 Grad und Leerlaufmodus. Wir befinden uns auf dem Gleitweg. Behalten Sie die Geschwindigkeit von 65 Knoten bei. Ändern Sie bei Bedarf die Neigung und fliegen Sie weiter auf die Landebahnnummer zu. Wenn Sie auf die Landebahnnummer zufliegen, sollten Sie versuchen, diese konstant in Ihrem Sichtfeld zu halten. Ich sehe sie gar nicht. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach oben, sind Sie zu niedrig. Geben Sie etwas mehr Schub, um wieder auf den Gleitweg zu gelangen. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach unten, sind Sie zu hoch. Sie müssen die Landeklappen ausfahren, um schneller zu sinken, und gleichzeitig das Steuerhorn nach vorne drücken und trimmen, um die Fluglage zu ändern und die Geschwindigkeit beizubehalten. Wir sind zu langsam.
Halten Sie weiterhin die Landeschwelle im Blick. Wenn Sie etwa 10 Fuß über der Piste sind, ist es Zeit, mit Ihrem Flugzeug auszuschweben. Sobald Sie die Landeschwelle überflogen haben, sollten Sie sich auf das Ende der Piste konzentrieren. Ziehen Sie dann leicht am Steuerhorn, um die Nase etwas über dem Pistenende auszurichten. Wir haben die Landeschwelle überflogen, aber wir sind noch immer ein wenig zu hoch. Verlieren Sie weiter an Höhe. Jetzt sollten SIE Interlage Senior Flux Jugoschweben Sie lassen. Was war jetzt? Ziehen Sie leicht nach hinten und lassen Sie die Maschine auf der Landebahn aufsetzen. Ich bin da schon Drücken unten. Ziehen Sie sie nicht nach unten, aber lassen Sie sie auch nicht aufsteigen. Sehr gut. Betätigen Sie jetzt die Bremsen, um das Flugzeug zu verlangsamen und dann anzuhalten. Gute Arbeit. Denken Sie immer daran, wenn Sie noch aussteigen können, war es eine gute Landung. Und wenn Sie das Flugzeug am nächsten Tag wieder fliegen können, war es eine hervorragende Landung. Das Landen kann auch für einen erfahrenen Piloten schwierig sein. Übung macht den Meister. Üben Sie einfach weiter. Dafür sind wir schließlich hier. Ich bin ja der Meinung, dass der Landeanflug zu hoch war, weil die Landeanzeigelichter links konstant weiß waren. Also normalerweise hast du 2 auf weiß und 2 auf rot. Platzrunde, das ist auch cool. Platzrunden sind dafür da, wirklich so Landeanflüge zu üben und sich quasi das gerade Gelernte zu verfestigen. Das ist ziemlich praktisch. So, bereit zum Fliegen. Platz von Sedona wird die Landebahn bei der Platzrunde in 1000 Fuß Höhe einmal umkreist. Wenn wir hier fertig sind, kennen Sie alle Abläufe, vom Start bis zur Landung. Also verschwenden wir keine Zeit. Gut, starten. Das haben wir jetzt schon gelernt. Startbahn bei, wenn wir in der Luft sind, und erreichen Sie eine Höhe von 5400 Fuß. Wir werden jetzt eine linksseitige Platzrunde fliegen. Ja, das Schimpfphantom. So. 1400. Wenn Sie hoch genug sind, schlagen Sie 90 Grad nach links ein, bis Sie einen Steuerkurs von 122 Grad erreichen. Bin ich jetzt zu früh nach links gedreht? Oh ja, ich glaube, wir sind zu früh in die Platzrunde eingetreten. Ich glaube, das können wir direkt nochmal neu starten. Wenn ich davon ausgehe, dass sie mir sagt, drehe nach links auf 122 Grad, dann warte ich nicht auf irgendwelche Markierungen. Was ist denn das?
Dann soll sie mir sagen, du siehst eine Markierung, an der Markierung bitte die Linkskurve fliegen. Aber nicht so, das ist scheiße. Sowas mag ich nicht. Sie in Wirirlik, ES Marie Tetnjemen dem Freude, Sichemerner, I am Kree Ziodrian. Außer SI sind ein Pilot der Jared Platzrunden inupt. Beim Flugplatz von Sedona wird die Landebahn bei der Platzrunde in 1000 Fuß Höhe einmal umkreist. Wenn wir hier fertig sind, kennen Sie alle Abläufe. Sehr gut. Vom Start bis zur Landung. Also verschwenden wir keine Zeit. Dann starten wir. Startbahn bei, wenn wir in der Luft sind, und erreichen Sie eine Höhe von 5400 Fuß. Wir werden jetzt eine linksseitige Platzrunde fliegen. Ah. Das ist ja schön, Ben, dass du Monster warst. Das ist bei mir jetzt ein Jahr her ungefähr. So, 5400. Bei uns hat es vorhin gewittert. Wenn Sie hoch genug sind, schlagen Sie 90 Grad nach links ein, bis Sie einen Steuerkurs von 122 Grad erreichen. So, hier jetzt. 122. Jetzt sind wir in der Platzrunde. Gleich kommt der Seitenwind. Gut so. Fliegen Sie weiter, bis Sie die Platzrundenhöhe von 5700 Fuß erreichen. Bereit für den Gegenanflug? Dann drehen Sie das Flugzeug jetzt nach links. Die Landebahn sollte etwa auf Höhe der Mitte der Flügelstrebe sichtbar sein. Wir sind gerade auf 122. Wir müssen... Das ist verwirrend mit den Markierungen. Kann die mir nicht einfach nur sagen, Linkskurve 90 Grad? Was jetzt ist 100? Haben wir Rückenwind. Sieht doch gut aus. Ich muss ein Stück weiter nach links. Senken Sie jetzt die Nase ab, um die Reiseflugleiter einzunehmen. Und verringern Sie den Schub auf 2100 RPM. Fahren Sie die Landeklappen um 10 Grad aus, What's sobald die Geschwindigkeit passt, damit wir für die Landung gewappnet sind. Jetzt bietet es sich an, die Landebahn zu prüfen. Und natürlich sollten Sie immer ein Auge auf andere Flugzeuge haben, die sich in die Platzrunde einreihen oder sie verlassen. Parsival, vielen Dank. Fliegen Sie an der Piste vorbei und so lange weiter, bis diese in einem Winkel von 45 Grad hinter Ihnen sichtbar wird. Das ist Ihr Anhaltspunkt, erneut links einzuschlagen und den Queranflug einzuleiten. Parsival, hattest du nicht letztens erst? Die sind so hoch. Der 12-Monats-Alarm. Alles klar. Okay. Gehen Sie in den Leerlauf über, um an Höhe zu verlieren. Behalten Sie dabei aber die Reiseflugleiter bei. Lassen Sie die Landebahn nicht aus den Augen, um die letzte Kurve nicht zu verpassen. Damit sollte unsere Geschwindigkeit auch stabil bei 65 Knoten bleiben. Die erklärt das blöd mit der Platzrunde. Ich habe das anders gelernt.
Na also, jetzt befindet sich die Landebahn direkt vor uns. Halten Sie das Flugzeug beim Landeanflug ruhig. Wenn Sie zu hoch sind, sollten Sie die Landeklappen weiter ausfahren. Wenn Sie zu niedrig sind, mehr Schub geben, um den Gleitweg konstant zu halten. Was ist das denn? Kommt hier eine riesige Steam-Meldung reingeflutscht? What the fuck? Ausgezeichnete Landung. Betätigen Sie jetzt die Bremsen, um langsamer zu werden, aber halten Sie bitte nicht auf der Landebahn an. Das sagst du mir jetzt? Wenn noch andere Flugzeuge landen wollen, ist Schnelligkeit gefordert. Steuern Sie mit der Maschine also eine der rechts befindlichen Rollbahnen an. Gemacht. Wie hat einer meiner Fluglehrer damals gesagt? Sie sind noch am Leben und haben sogar noch was gelernt. Oh. Oh, jetzt wird gerade das Ingame-Werbung. Ja, das war eine Steam-Meldung. So, Parsival, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt für 12 Monate. Ich habe es jetzt noch nicht so richtig gecheckt, aber vielen Dank für den Resub. Dankeschön, danke, 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 danke. So, dann haben wir auch das abgeschlossen. Und jetzt Trainingsflug, erster Alleinflug. Also ich habe das mit der Platzrunde ein bisschen anders kennengelernt. Aber das war auch vor ein paar hundert Jahren gefühlt, wo es noch keine GPS-Karten im Flugzeug gab und so ein Spaß. Das ist jetzt auch zugegebenermaßen eine alte Maschine, wo man die Platzrunde auch noch so fliegen könnte, wenn man keine GPS-Karten hat. Ich kenne das so, die Platzrunde ist halt einfach... besteht halt aus diesen vier Teilen, also Start, Linkskurve oder Rechtskurve, Gegenflug, dann wieder 90 Grad Kurve und dann 90 Grad Kurve wieder, um in den Landeanflug zu kommen. Und normalerweise hast du das früher, ist man das nach Zeit geflogen. Das heißt, du bist gestartet, bist, sage ich mal, eine oder zwei Minuten geradeaus geflogen, dann hast du eine 90 Grad Kurve gemacht, bis eine Minute den Querflug geflogen. Dann hast du eine 90-Grad-Kurve gemacht, bist dann quasi 4 Minuten in die eine Richtung geflogen, hast dann wieder die 90-Grad-Kurve gemacht mit einer Minute und dann wieder die 90-Grad-Kurve und dann 2 Minuten für den Landeanflug. Das kann man natürlich auch zeitmäßig noch ausdehnen. Ne? Man kann diese Abschnitte auch einfach größer machen. Das war jetzt hier ein bisschen blöd erklärt und vor allen Dingen war das auch nicht so schön mit diesen 90-Grad-Kurven, die man normalerweise dabei fliegt. Also das war eigentlich war das keine saubere Platzrunde hier. Das ist eine saubere Platzrunde, ne? 90 Grad Kurven, ne? Hier, 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 hier. Und dann klappt das auch. Ach so, Parsival hat jetzt irgendwelche Emojis wieder freigeschaltet. Alles klar, alles klar. Okay. Jetzt ist es soweit. Ihr erster Alleinflug. Ich werde Ihnen vom Boden aus zusehen und in Funkkontakt bleiben, falls Sie mich brauchen. Aber das wird bestimmt nicht nötig sein. Sie sollen die linksseitige Platzrunde von Sedona jetzt ganz alleine fliegen. Vergessen Sie einfach nicht, was Sie gelernt haben. Dann klappt das schon. Gut. Viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn Sie gelandet sind. Die 90er Kurven, ja, Foxy.
einem Stück oder vielen Stückchen, wenn es landen nicht geklappt hat. Ja, genau. Genau, Mesh, dann wäre es nicht WOT. Ah ja, den Gegenflug irgendwie nicht gewertet. Das ist noch nicht grün. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Du musst genau die Bahn samt korrekter Höhe treffen, ja. Es ist halt scheiße, dass das Spiel ja auch einfach kein Feedback gibt. Wir sind noch zu hoch. Oh, hier sollten Sie eigentlich nicht landen. Eine nicht. Gute Landung, keine Frage. Aber nicht das, was ich erwartet hatte. An dieser Stelle wäre es wohl das Beste, wenn wir die Lektion neu beginnen. Okay. Ich mag dich auch nicht. Hab dafür 10 Versuche gebraucht. Na, schönen Dank auch. Gut. 10 Versuche. Oh Gott. Jetzt ist es soweit. Ihr erster Alleinflug. Ich werde Ihnen vom Boden aus zusehen und in Funkkontakt bleiben, falls Sie mich brauchen. Aber das wird bestimmt nicht nötig sein. Sie sollen die linksseitige Platzrunde von Sedona jetzt ganz alleine fliegen. Wir waren vergessen Sie einfach nicht, was Sie gelernt haben. Dann klappt das schon. Viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn Sie gelandet sind. Also es waren 5400 und dann 5700. Aber eigentlich sind das ja, wie gesagt, 90 Grad Kurven. Ne?
Hat er wieder nicht gefressen. Oh, das ist doch scheiße. Oh, das ist doch kacke. Sowas mag ich nicht. Jetzt bin ich eine enge Kurve geflogen, das hat er auch nicht gemocht. Warte mal, ich teste jetzt mal was. Wir verarschen den jetzt. Ist ja nicht so, dass ich nicht fliegen kann. So. So, sind wir wieder auf der Landebahn ausgerichtet ungefähr. Blicken wir mal noch ein Stück geradeaus. Und jetzt gehen wir dann gleich ein. So. Jetzt drehen wir mal auf 90 Grad. Zum einen rein in die Platzrunde nach links wenden. Ach, guck mal. So. So, jetzt bin ich auf 5,7. Aber... den Querenflug mag er nicht. Ah ne, Querenflug ist erst am Ende. Wir sind jetzt gerade genau richtig, würde ich sagen. Hallo General. Bisschen zu hoch, aber das ist okay. Noch nicht. So, jetzt würde ich gleich eindrehen und den Schub wegnehmen. Hat er aber auch wieder nicht gefressen, ne? Hat er nie gefressen, ne? Okay, dann starten wir gleich durch. Fliegen das Ganze einfach nochmal. So. Jetzt gucken wir mal nach hinten. Okay, Landebahn ist schon gar nicht mehr zu sehen. Jetzt fliegen wir mal eine Linkskurve, nehmen den Schub raus. Scheiße, das frisst doch nicht, ey. So ein Mist. Ja, er braucht doch nicht landen. Wenn er den Querflug nicht annimmt, dann können wir gleich die ganze Sache nochmal spielen. Boah, das ist ätzend.
Spiel noch nicht gespielt, General. So, jetzt sind wir wieder genau auf Gegenkurs. Ich hab nach links geguckt. So, jetzt. Das ist doch kacke. Dann soll er mir wenigstens die Markierung in der Luft setzen, wo er die Triggerpunkte hat. Das ist doch scheiße so. Ich fliege hier eine super Platzrunde und das Spiel sagt nö. Hallo Hero, servus. Also, eine super Platzrunde sind wir jetzt weit davon weg, aber war am Anfang gut. So. 5-7. Einigermaßen. Landebahn ist genau zu sehen. Und jetzt drehe ich die Linkskurve. Nehme den Schub weg. Ja, siehste, geht doch. Noch 5000 Mal versuchen hier. Oh, er hat sogar gefressen, geil. Trotzdem ist das ein total beschissener Anflug jetzt hier. Wir sind auf jeden Fall zu hoch. Und jetzt gehen wir zu schnell runter. Das wird lustig. Ja, ist schön. Ganz normal. Aber sie haben es geschafft. Und das ganz alleine. Oh, hier sollten sie eigentlich nicht landen. Sie sind auf dem besten Weg, ein richtig guter Pilot zu werden. What? Hier sollte ich eigentlich... Doofe Kuh. So, Navigation. Ja, genau. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, wann die VR-Version kommt. Kann ich dir leider nicht sagen. Na, mal gucken, was wir jetzt machen müssen hier. Sedona. In dieser Lektion konzentrieren wir uns auf die Navigationsvorbereitungen und Prozedere. Das Grundwissen, um von A nach B zu kommen. Schritt 1, Höhe gewinnen. Mhm. Achso, ich soll starten. Alles klar.
hoch soll ich? So, ab geht's. Und jetzt immer weiter steigen, bis wir 5800 Fuß erreichen. Und bleiben Sie in der Nähe des Flugplatzes. Um den Flugplatz herum an Höhe gewinnen, bis 5800 Fuß. Das heißt, ich kann jetzt Kurven fliegen, wie ich möchte? Kann die Platzrunde fliegen oder was? Das ist nicht so richtig klar. Links ist jetzt die Landebahn. Ach so, okay, der Navi-Punkt. Ich muss bestimmt nicht erwähnen, dass zum erfolgreichen Navigieren eine gute Vorbereitung notwendig ist. Prüfen Sie die Instrumente für den ersten Abschnitt unserer Reise. Was soll ich machen? Fluglage? Check. Jetzt der Steuerkurs. Zum Festlegen eines Steuerkurses 35. Benutzen Sie den Kurskreisel. Ein Kompass ist nicht 100% zuverlässig. Vor allem nicht bei Kurven oder wenn Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Was ist denn der Kurskreisel? Fliegen Sie jetzt über den Flugplatz hinweg. Oh, eine Sache noch zur Abflugvorbereitung. Sie müssen die Zeit validieren. Im Endeffekt bedeutet das nur, dass Sie die Uhr starten sollen. Oh, da hinten muss ich jetzt hin. V-Log, Conan, SIEN, Naxton, Wickpunkt, CN, Munzpark. Pilot SIEN, Steuer, Kursbahn, 41 Grad, und Dansen, SIEN, 5 Minuten. Ich verstehe überhaupt nicht, was er sagt. Navigieren bedeutet letztendlich, dass Sie einem bestimmten Steuerkurs eine bestimmte Zeit lang folgen. Es kann vorkommen, dass das nicht immer 100% präzise ist, aber wenn Sie die Zeit vom letzten Wegpunkt abmessen, wissen Sie zumindest immer ungefähr, wo Sie sich befinden. Nämlich zu hoch. Es ist kein Geheimnis, dass der Wind sich auf die Geschwindigkeit auswirkt. Deswegen vergleichen wir am nächsten Wegpunkt die geschätzte Flugzeit mit der tatsächlichen Flugzeit. Prüfen Sie den geschätzten Wert und die zurückgelegte Distanz. Hallo Rumpelstilzchen, Salve. Ach so, der Kompass ist das hier oben, ne? Und das ist der Kurskreisel hier unten. Ich fliege eh nur nach dem. Ich bin noch nie nach Kompass geflogen. Ich habe trotzdem nicht so richtig verstanden, was sie jetzt von mir will hier. Ach so, das ist hier die geschätzte Zeit bis zum Ankunft und kann das sein, dass wir zu tief sind? Wir kratzen doch ja gleich an den Bäumen. Dabei steigen wir immer noch. Sag mal, Kollegin. Also wenn ich auf 5800 geblieben wäre, würden wir jetzt an den Bäumen kratzen. Nur mal so zur Info.
steig mal noch ein bisschen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht geheuer. Ja, das stimmt. Hat sie VIP Resub incoming. Wiesel, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Wiesel. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich guck mal ins Mikro, ne? Das ist scheiße. Gut, dann steigen wir einfach mal noch. Das mal auf dem. Yay, 100 Hosen. Dankeschön. So, 4 Minuten 57 hat er gesagt. Sedona ist in den USA. Wir fliegen danach nach Flagstaff, okay. Deswegen war AZ für Arizona. Irgendwie mir was mit dem Mikro einfallen lassen, weil ich permanent dagegen komme und das ist bestimmt nicht gerade angenehm für euch. So, jetzt sind wir schon über die erwarteten Zeit. Und sind noch eine Meile weg. Und steigen immer noch. Gemacht. Sie haben Manspark erreicht. Laut Navlog haben wir noch einen weiteren Wegpunkt vor uns. Flagstaff Pulliam Airport. Sie können sich auch an vorhandenen Landmarken orientieren, zum Beispiel Highways. Und wie es der Zufall so will, befindet sich unter uns einer. Das sind nautische Meilen, ja. Aber das ist nicht links, habe ich die Zeit. ETE. Da stand was von 4 Minuten 57. Dem Highway folgen. Oh, Entschuldigung.
Meilen. So, irgendwas hat er die Lauffrau geschrieben. Achso, ich habe eine DVD fürs Kind ausgehen, damit ihr scheiß Internet komplett für Twitch bereitsteht. So, wir sind ein bisschen schnell. Das haben wir gestern schon besprochen, Rumpelstilzchen. Das wird es auf jeden Fall mal geben. Die ersten Tage wird es erstmal aus Kennenlernen des Spiels bestehen. Das mit der Uhrzeit habe ich noch nicht so richtig verstanden. Oder mit der Stoppuhr, die da läuft. Oh, die Nuffloc. Scheiße. Gut, haben wir das schon mal gemacht. So als für den Arsch, aber egal. Sollen wir denn auf dem Airport landen oder was? Ganz schön viel Wald hier, ne? Ganz schön viel Verkehr auf dem Highway. Kann man, geht im Spiel über Steam, geht das. Wie es in der Version von Microsoft direkt ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da wird es genauso laufen. Tizi, dankeschön. So, sie hat gesagt, ich soll dem Highway folgen. Wir fliegen im Highway hinterher. Ich muss das Upgrade auch noch machen. Ich habe ja auch bloß die Standardversion von Microsoft bekommen. Aber man, also es kostet auf jeden Fall mehr, als wenn man sich gleich die Premium- oder die Deluxe-Variante gekauft hätte. Also wenn man, also ich bin darauf nur angewiesen, weil ich den Kia von Microsoft bekomme, aber gerne natürlich die große Version haben will. Aber wenn man, also hinterher abzugraden, das kostet euch auf jeden Fall mehr Geld. Dann kann man sich auch gleich die große Version kaufen. Ich habe hier nicht mehr Platz, das ist das Problem. Also es ist relativ entspannt, aber ich muss hier mal noch ein bisschen was... ich habe hinter mir keinen Platz, ich kann nicht weiter zurück. Das ist das Problem. Aber es geht, es ist nicht... es geht. Also, ich meine, das Yoke hat eh nicht so viel Spiel. So, jetzt sind wir aber fast da. Jetzt schwenken wir mal rüber. Der zweite schon an. Nein, das ist nicht verkrampft. Ich habe nur nicht mehr Platz hier. Mann! Außerdem saß ich gestern schon so da.
Da hat auch keiner was gesagt. Wir sind jetzt da. Wo ist denn der scheiß Airport? Hey, ein neuer Mozi. Milo, danke für den Follow. Dem Highway folgt. Ja, wir sind dem Highway nicht gefolgt. Okay. Das ist immer noch nicht grün, Highway folgen. Die Frage ist, wo wir hätten da einsteigen müssen beim Highway folgen? Ja, ich war auch schon mal in Flagstaff, das ist schon ein paar Jahre her. Das Problem. Das ist jetzt echt kacke. Wo ist denn der scheiß Highway? Wir haben den Triggerpunkt wieder nicht gefunden. So ein Kack. Ich will den ganzen Weg eigentlich nicht nochmal zurückfliegen. So, hier ist der Highway. Aber wir sollen ja eigentlich zum Airport. Ach, da ist der Airport. Guck mal. Ja, die Frage ist jetzt, wo wir hätten einsteigen müssen in den Triggerpunkt. Ich versuche jetzt mal noch irgendwie hier zu steigen, dass wir den an den Punkt da kommen. Bevor Sie in den Luftraum von Flagstaff Pulliam eindringen, müssen die Vorbereitungen für die Platzrunde abgeschlossen sein. Wir haben die Erlaubnis für den Gegenanflug und die Landung auf Piste 21. Behalten Sie die Fluglage bei und fliegen Sie dann die Platzrunde. Das heißt 2-1. Schön am Rücken. Senken Sie jetzt die Nase ab, um die Reisefluglage einzunehmen und verringern Sie den Schub. Das Chaiselong ist schon am Rücken, weißt du? Das Sofa, ach so. Ja, ich muss es schon beruhigen. Ey, ich frag mich, wenn wir jetzt gleich selber navigieren sollen, wie wir das hinbekommen sollen. Ohne diese Punkte, die wir hier haben, und dann ist der Trigger immer nicht erfüllt. Das wird lustig. Das wird lustig. Das sage ich euch. Lässt der mich denn die Kurve fliegen? Sie sollten jetzt im Leerlauf sein und an Höhe verlieren, die Reisefluglage aber beibehalten. Soll jetzt im Leerlauf sein. Ich geht, das funktioniert überhaupt nicht. Da stürzt sich doch schon ab, bevor ich überhaupt landen kann, Fräulein. Was hast du? Also, never ever. Jetzt noch den Vogel erfolgreich auf Piste 21 landen und das war's. Ich bin jetzt schon zu tief.
Jetzt sieht man mal auch die Landeanzeigelichter. Die sind zu tief. War trotzdem eine schöne Landung. Bisschen zu weit links auf dem Runway, aber wir haben ja Platz. Okay, so. Soll ich wieder runterrollen? Okay, ein erfolgreicher Sichtflug. Gar nicht schlecht. Gut, war. Also wirklich was über Navigieren haben wir jetzt nicht gelernt. Ne? So, erste Solo-Navigation. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Die Navi-Dinger fand ich auch kacke, okay. Gut, bereit zum Fliegen. Sie fliegen vom Flagstaff Pulliam Airport ab und landen wieder in Sedona. Die Navigation überlasse ich ganz Ihnen. Sie haben das Kommando. Vom Start bis zur Landung. Aber wow. Keine Angst. Selbst wenn ich nicht im Cockpit sitze, bin ich doch im Geiste immer bei Ihnen. Im Geiste immer bei mir. Na, schönen Dank auch. Also das ist der Punkt ist, sie hat halt überhaupt nicht erklärt, was wir jetzt machen sollen. Ne? Null. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ich muss jetzt erstmal nach Mans Park fliegen. Das sind 163 Grad für 6 Minuten 50. Starten, um den Flugplatz herum eine Höhe gewinnen, bis 8000 Fuß erreicht haben. Okay, dann drehen wir erstmal ein paar Runden hier. Ja, gibt's auch. Nee, die Uhr starten wir erst, wenn wir losfliegen. Das nützt mir ja jetzt nichts, wenn ich erstmal in Höhe gewinne.
So, Reiseflugflage festlegen. Stoppuhr starten. Manns Park, Dingsbums erreichen. 163. Wir müssen erstmal den. Wir müssen nur am Highway lang fliegen. Frage ist, ist es der Highway, oder? Hallo Carbine. Motzi VIP Resub incoming. Und vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön, Carbine. Vielen Dank. Vierter Monat, Dankeschön. So, wo ist der blöde? Da ist der Highway. Okay, gut. Highway Hammer. Ich sehe noch Wald und Bäume. Ja, da unten ist ein Highway. Also. Da. Ach, können wir jetzt sogar die Karte einblenden? Ach, na gut, dann ist es ja. Ist der Highway zumindest schon mal eingeblendet. Und Sedona ist dann. Nehmen hier. Ui. Ist schon der Trimmung hier vertrimmt. Boah, was ist denn der Trimmung los? Hallo, liebste Trimmung. Kriegst du dich mal wieder ein? Sag mal. Jetzt haben wir es einigermaßen. Wo ist denn der scheiß Highway jetzt schon wieder? Da links. So. Sechs Minuten, jetzt sind wir bei vier Minuten. Hier gibt es keinen Fallschirm. Carbine, danke. Hallo Manuel, servus. Ich glaube, das hier ist Sedona. Ach, guck mal. Wenn ich auf der. Hä? Der hat doch gerade den Punkt markiert. Also. Okay, ich bin nur. Doch. Irgendwie markiert er den hier. Hä?
Nee, irgendwie, nee, gut. Ich dachte, wenn ich mit der Maus auf der Karte drüber gehe, dass der mir nach links in der im Navlog das markiert. Zeit ist abhängig vom Speed, ja. Deswegen sage ich ja, die Erklärung ist irgendwie sinnlos. Also, ich muss sagen, das haben sie nicht gut erklärt. Hier muss auf jeden Fall irgendwo ein Golfplatz sein. Die Karte zeigt den aber auch nicht wirklich an. Ach Quatsch, Lauffrau, ich setze dich da am Samstag hier ran und dann fliegst du selber. Sag mal. Mach mal. Das ist ja geil, das Durchschalten durch die Instrumente. So, wir müssen dann nur irgendwann hier hin. Wir müssen dann irgendwann rechts abbiegen. Der markiert mir hier schon, wenn ich mit der Maus irgendwie auf die Karte gehe. Das ist irgendwie strange. Geil wäre ja noch, wenn das Cockpitfenster mit der Zeit dreckig wird. So, wir sind jetzt bei 6. Wir haben jetzt die Zeit überschritten. Und ich glaube, hier sind wir vorher noch auf den Highway gekommen. Der Golfplatz müsste hier irgendwo linker Hand sein. Hallo Fleischi. Ja, die Übersetzung ist nicht die beste. Und vor allem die Fliegerei macht man eh auf Englisch. Deswegen, so, hier ist irgendwo vorhin der Golfplatz gewesen. Vielleicht da irgendwo bei der Stadt. Gucken wir nochmal nach und dann müssen wir auf jeden Fall rechts abbiegen. Mit Brechbeutel im Anschlag. Ach man, hier passiert doch überhaupt nichts. So, wo ist dieser blöde... Das ist kein Golfplatz. Da ist der Highway. Hm. Ist das der Golfplatz da? Das ist der Golfplatz, oder? Das sieht aus wie ein Golfplatz. Guck mal, das ist ein Golfplatz. Aber wenn das kein Golfplatz ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir müssen erst... Erstmal muss hier oben das Ding grün. Genau. Jetzt können wir die Zeit zurücksetzen, starten und jetzt können wir nach rechts. Richtung Sedona. Was hat er gesagt? 221 oder was? Ja. Ein Stück weiter. Ne, wir müssen da wieder in diese Richtung dieser Felsformation fliegen. Oh, freihändig!
den Sitz hochstellen. Du meinst so? Ich glaube, anders kann ich es gerade nicht einstellen. Andere Kameraperspektive habe ich gerade nicht. Ich muss aber schon mal ein bisschen auf den Kompass gucken. Wir fliegen jetzt tendenziell so weit rechts, aber ich will gerne hier diesen Canyon sehen. Die Hundebeute. Die sind mit Lavendelduft, damit deine Hände nicht nach Hundekacke stinken. Ja, Phantom. Danke für die Lauchpunkte. Wie sind wir da vorne schon lang geflogen? Da vorne ist doch schon der Flugplatz, ich sehe ihn doch schon. Direkt voraus ist der Flugplatz. Hier sind wir ganz am Anfang in der ersten Mission lang geflogen. Kannst du was über Updates und Patches und Performance sagen? Also Performance, bei mir läuft's. Ich weiß gar nicht, kann man sich, Kongsturm, weißt du, ob man sich irgendwo die FPS einblenden kann im Spiel? Aber ich finde, es läuft absolut flüssig. Ich spiele es aber auch nicht auf den äußersten, also auf den maximalen Einstellungen. Naja, Patches, es sollen noch einige Sachen kommen. Ich glaube, da kann Kongsturm mehr dazu sagen. Und das Spiel lebt halt wie die früheren Teile, höchstens über Steam. Ingame glaube ich nicht, okay. Das Spiel lebt halt wie die früheren Teile von ganz vielen Kauf-DLCs, die es geben wird. Gibt es ja jetzt schon Ingame ein paar. Es soll wohl nochmal eine Überarbeitung kommen der Weltkarte irgendwie, was Kongsturm irgendwie gesagt hatte, was letzte Woche im Q&A-Stream gesagt wurde von denen. Und ansonsten Shared Cockpit soll es gibt's angeblich. Also viel kann ich auch nicht sagen, aber Performance auf jeden Fall. Ich bin damit zufrieden. Also mal gucken. Also ich weiß nicht, ob sie das mit den Brücken jetzt schon gefixt haben oder ob sie das noch im Laufe der nächsten Wochen fixen. Also die Brücken haben ja immer diese Alpha-Wände, dass man da nicht durchfliegen kann. So, wir sind im Grunde jetzt gleich da. Ich kann mal ein bisschen Schub rausnehmen, dass wir schon mal ein bisschen an Höhe verlieren, weil wir sind relativ hoch. Wir könnten jetzt hier auch Sturzflug machen, aber dann, na, das funktioniert nicht. Hallo Mr. FT. Ach, das Flugzeug landen. Landen sie auf Bahn 3. Das heißt, wir müssen einmal umdrehen. Gut, wir müssen also in die andere Richtung landen. Das ist okay. Dann würde ich jetzt hier mal so in den Sinkflug gehen. Da ist die Bahn 3. Da, 03. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nochmal hier ein bisschen an Höhe verlieren. Wir nehmen mal Schub raus.
Woran siehst du, dass die Strömung abreißen könnte? Das ist, also es kommt ein Warnton. Außerdem hängt es von der Fluglage, von der Geschwindigkeit ab. Also man sollte jetzt nicht bei 40 Knoten in der Cessna das Ding ruckartig nach oben reißen, weil dann hast du einen Strömungsabriss. Und das ist halt so ein Erfahrungsding. So, der Flugplatz müsste irgendwo jetzt links auftauchen wieder. Sie sind zu niedrig. Was? Wo ist denn die Bahn? Hä? Jetzt bin ich aber gerade irgendwie verwirrt. Angeblich fliegen wir gerade direkt drauf zu. Bin ich jetzt in das Tal hier reingeflogen? Scheiße. What the hell? Wo ist denn der Flughafen hin? Da blinkt's. Oh, wir sind wirklich zu tief. Vielleicht müssen wir das doch nochmal neu machen. Wo ist jetzt hier? Sag mal. Ach, da! Hui! Ja, wir waren zu tief. Lul. Gut, dann drehen wir noch mal eine Runde. Das ist das Problem, dass der Flugplatz auf so einem Berg liegt. Und dann passiert es oft, dass... Ich glaube, daneben ist auch vorbei, ja. Wie hoch sind wir denn jetzt? Ja, 5000, das ist schon nicht so hoch. Wir sind ja vorhin bei 5,7 gestartet oder so. Da ist die Landebahn, okay. Sieht ja gut aus. Wo hast du denn bestellt, Phantom? So, da sind wir wieder in Sedona. Richtung passt. Ja, auf der 03 sollten wir landen. Das war die 03.
Willkommen zurück und gute Arbeit. Jetzt sind Sie bereit, überall hinzufliegen. Yay. Also, wo soll's denn als nächstes hingehen? Wie wär's zu dir nach Hause? Der Himmel ist jetzt Ihr persönlicher Spielplatz. Phantom, also du kannst mir das auch per PN schreiben. So, gut. Dann mache ich mal kurz noch eine fixe Abmoderation für die Aufnahme. Vielen Dank, das war das komplette Tutorial. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Videos auf dem Kanal sehen. Im Stream geht es noch weiter, keine Angst. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr habt gesehen, was so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind beim Tutorial. Insgesamt kriegt man aber ein ganz gutes Gefühl. Vor allen Dingen geht es da hauptsächlich darum, ein Gefühl fürs Flugzeug zu kriegen. Das mit der Navigation, das kann man sicherlich besser lösen. Muss aber auch sagen, das war in früheren Simulatoren-Teilen von Microsoft auch schon mal der Fall, dass das immer nicht so mega detailliert war. Na gut, wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.